Ja, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu Part 2 von Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir den Job von dem Banner, dem ja, Master Pon, glaube ich, wie ich das verstanden habe, angenommen und ja, haben einen Vorschuss von 100.000 Gold bekommen. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen, was wir uns dafür kaufen, uns für unseren ja, Job vorzubereiten. Wo führt es denn unser Ziel fürs erste hin? Da lang? Okay, wenn du meinst. Achso, stimmt, wir sollten ja erstmal zu unserem Opa gehen. Stimmt, genau. Na, let's go. Wollten wir erstmal Bescheid sagen gehen. So, hi. And that about covers it. Alright, I'll see you later. Should be back in a day or two. Take it easy, Gramps. That does not about cover it in the slightest. Why would you take a job you know nothing about? You don't even know who your employer is. This came straight from the chairman, remember? What more do you need? Anyway, I'm off. You can take a nap while you wait. Hey, come back here, will you? Rex! Ja, seid ihr nicht so sicher, Freundchen. Jetzt kann ich wissen, wie das endet. Okay, so richtig begeistert von meinem Plan ist super nicht. Ja, hat man gemerkt. Ist auch gut, weil wirklich, weiß nicht, was da dann abgeht. Aber ich wette, das Gequengel jetzt immer als Erlaubnis. 100 Riesen in der Tasche, ich kann es immer noch nicht glauben. Alter, ich habe mir damit alles an Tauchausrüstung kaufen kann. Moment, eins hat mir anderen. Zuerst kriegen die Leute zu Hause ihren Teil. Die haben das nötiger als ich. Dann gehe ich jetzt nur schnell bei Glitzis Stadt vorbei und kaufe mir das Allernötigste für den Auftrag. Vorsichtig, besser ist Nachtsicht. Weißt du, was mich der nächste. War mich der nächste Krabberich überrascht. Okay. Hm. Du hast eine Mission angenommen. Es gibt zwei Arten von Missionen: kleinere Nebenmissionen und solche, die die Haupthandlung des Spiels vorantreiben. Die jetzige fällt dir in die Sparte der Handlungsmissionen. Das pinke Ausrufezeichen-Symbol über den Kompass weist dir die Richtung zum nächsten Missionsziel. Kleiner Hinweis: Das pinke Symbol auf dem Kompass am oberen Bildschirmrand wird nur angezeigt, wenn du eine aktive Mission festgelegt hast. Erfahrene Spieler mögen vielleicht auf diese Funktion verzichten wollen, aber gerade Neulinge können sich das das Abenteuer erleben enorm erleichtern. So, Mensch. In den Missionen zeigt dir ein blaues Ausrufezeichen auf dem Kompass dein nächstes Missionsziel. Sorry. Allrest ist voller Leute, die deine Hilfe gebrauchen können. Wenn du willst, kannst du dies im Rahmen einer Nebenmission tun. Sprich Leute mit einem blauen Fragezeichen sowohl über den Kopf an und finde heraus, welche Sorgen sie belasten und wie du ihnen helfen kannst. Wenn du ihre Mission erfüllst, springt meistens eine kleine Belohnung für dich dabei heraus. Ja, nice. War aber auch in den Vorgängern nicht anders, von daher müsste selbst die ersten Spiele gespielt haben, das wissen. So, was sollen wir denn jetzt? Obwohl ich schon gespielt habe, bin ich komplett durcheinander von dem, was alles war. Also ja, man kann nicht sagen, dass ich das jetzt wirklich auswendig kenne, wo wir immer und immer hin müssen. Ah, Freund Rex, immer schön zu sehen. Ey, Glitzisi, sag mal, hast du noch diese eine Toltei auf dem Lager, was ich neulich bei dir anprobiert habe? Ah, hat Rex endlich genug Kaching für Kauf? So sieht's aus. Die Tiefenweste. 5000. Okay. Warum schlug Rex plötzlich den Kaching? Tollen Fuchsschatz gefunden? Wertvolles Megaviech verhauen? Nee, viel besser. Ich habe einen Auftrag vom Oberpon bekommen. Da gibt's direkt 100.000 Gold als Anzahlung. Ui, Glitzisi, sehr beeindruckt. Aber für den Auftrag muss ich in unbekannte Gewässer, da will ich lieber gut vorbereitet sein. Dann nicht weiter Sorg. Neue Weste mit Rex Bewachschützen. Dies ist ihre Garantie. Also dann, bitte halt zum Beinbrechen bei Auftrag. Okay. Das heißt zwar halt zum Beinbruch, aber okay. Der wäre schon mal erledigt. Und jetzt? Gut, ich habe immer noch ordentliche Kohle übrig. Ich wollte ja noch was nach Hause schicken, nach Frontset. Ich sollte nochmal zur Handelszentrale und mit Lolo reden. Ach, wir müssen nochmal zu ihr. Endlich aus der Tiefenweste, die du schon so lange gewünscht hast. Wenn du sie ausrüstest, wird sie deine maximale Kraftpunkte KP um 24% erhöhen.
Im Laufe des Spiels wirst du viele weitere Rüstungen, Accessoires und Schmuckstücke finden, die dich auf unterschiedliche Weise stärken können. Momentan ist die Tiefenwest ein einziges Ausrüstungsstück. Wähle im Hauptmenü der Charaktere Rex aus seiner Ausrüstung, um sie anzulegen. Machen wir doch gleich, oder? Let's go. So. Hier. So. Ist angelegt, da gibt es nämlich noch anderen Stuff, aber das dazu später mehr. Wenn es erst wichtig wird. Irgendwann später werden wir auch die Erklärung bekommen. Deshalb verrate lieber noch nichts darüber. So, Melodo. Hi. Schon wieder. Freunde schon zurück. Was vergessen? Nein, das nicht. Ich wollte nur mal Gold transferieren. Hat Rex Kaching auf Boden gefunden? Noch man hier sehr gierig. Rex sollte Klein Kaching sofort überweisen. Nein, eigentlich ist es etwas mehr als nur ein bisschen Kleingeld. Oh, also große Summe, etwa 1000 Gold oder gar 2000. Ich traue mich gar nicht, das überhaupt zu sagen. Flüster mir lieber. Es geht mir schon 100.000. 100.000! Ah, nicht so laut. Entschuldigung. Melodo sonst immer Gelassenheit in Person. Auf Herr Drake so viel fürchter viel Katsching. Nein, nein, nein. Melodo will gar nicht wissen. Will nichts zu tun haben mit dubiosen Geschäften. Bitte da nichts ist nichts Dubioses dran. Eine völlig legale Bewerbungsmission. Nun, Melodo kann so riesenbatziges Riesenkatsching nicht annehmen. Muss Rex direkt zum Kurier bringen. Wenn Melodo Katsching für Transfer annimmt, geht Katsching sowieso an Kurier. Kurier heißt Max. Oh, Max, den kenne ich. Dann hat Max also immer mein Gold nach Fonset gebracht. Rex kennt Max. Dann geht Sache sicher ganz flinke flott. Rex kennt Aufenthaltsort von Max. Klar, ich muss nur einmal durch den Bazar durch, stimmt's? Danke, Melodo. Das heißt, da lang. Da, da. Hi, Max. Ich wollte etwas Gold transferieren lassen. Oh, hallo, Rex. Hast du dein Gold nicht sonst immer bei Melodo abgegeben? Wieso ist das eine große Summe? Deswegen meinte Melodo, ich soll es dir direkt geben. Mann, du bist echt vorbildlich, Rex. Ich kenne nicht viele, die ihren Heimatdorf jeden Monat Gold schicken. Dann hast du nichts dabei. Na jedenfalls, so, um was für einen Betrag geht's denn? Ich würde schon gerne möglichst viel schicken, aber ein bisschen brauche ich doch schon für mich, hm? So, okay, 90.000. Weniger können wir auch nicht machen. Egal, was wir machen, lieber erstmal gar nichts. Aber hier, ja. Kannst du bitte 90.000 Gold an Corinne in Fonset schicken? Walla, du hast ja echt einen Batzen Gold. Du musst ja den Schatz des Jahrhunderts allein gezogen haben. Was, ich habe einen echt gut bezahlten Job von Opapon angenommen. Mensch, da wird mir da glatt neidisch. Ah, da fällt mir ein, ich habe noch eine Lieferung für dich. Gut, dass du gerade hier bist. Hier ist du sogar von Corinne aus Fonset. Das ist für ein Zufall, hier bitte. Boah, Schmorwolkenmeerhai. Hm, sieht der lecker aus. Ja, ich hebe ich später auf. Danke, Max. Ich lasse mich auf dich, was das Gold angeht. Keine Sorge, ich bin bisher mit jede Lieferung sicher zugestellt. Okay. Oh, Freund Rex. Wo ihr von Bergungsbetrieb weiß sehr viel. Steht zu Diensten. Ha. Hallo, Rui. Motiviert wie immer, hm? Du, ich wollte mir gleich mal ein paar Zylinder anschauen kommen. Freund muss Hellseher sein. Rui hatte vorhin erst bis neue Zylinder geliefert bekommen. Will Freund mal testen? Darf ich? Rex, großer Funkelstern am Himmel von Bergustaucher. Wäre gute Werbung von Rex Zylinder Mark. Kriegt man schon mal eine Chance, ein brandneues Produkt zu testen. Ich bin dabei. Prima Fallen. Rui trifft schnell nötig Vorbereitung und wartet auf Freunde bei hinterem Deck. Alles klar. Ja, nice. Also da hinten. Bleib mal hinpacen. Hi. Hier ist Nigel, ein neuer Zylinder. Bitte an Bergungspunkt in der Nähe testen und sehr ruhig berichten. Mache ich. Silberzylinder. Okay. Kommen wir nun zu deiner ersten Lektion in Sachen Bergungstauchen. Dieses Symbol hier weist einen sogenannten Bergungspunkt aus. Wenn du Zylinder bei dir hast, kannst du am Bergungspunkt deine Tauchausrüstung anlegen und in den Tiefen des Wolkenmeers hinabtauchen. Versuche deinem Tauchgang die angezeigten Knöpfe im richtigen Moment zu drücken. Weißt du, gutes Timing, findet Rex wertvollere Schätze. Bergungspunkte gibt es überall in Allres und je nach Region lassen sich völlig andere Materialien zutage fördern. Zylinder für deine Tauchgänge kannst du in Bergungsläden erwerben, die in praktisch allen Regionen von Allres zu finden sind.
Teure Zylinder steigern die Chance auf hochwertige Ausbeute, aber für den Anfang solltest du die günstigeren genügen. Was wär's, wenn du gleich mal... Nee, wie wär's, wenn du gleich mal die Zylinder ausprobierst und Ruhe dir gegeben hat? Okay. Werden wir ja ausprobieren. Silberzylinder. Oh, I can't wait! Yo! Ta! Perfekt. Ja, nicht hundertprozentig perfekt, aber ja. Das mittlere war zwar jetzt nicht so Hammer, aber ja. Es war okay. Ausbeute. Es sind aber auch Gegner mitgekommen, wie ihr sehen könnt. Die müssen wir uns gleich mal kümmern. Komm her, du Lappen. Anchor shot. Ha! Gah! Why not? Und down. We can do this all day. Alle Lappen und so, da gibt's nur einen Schatz. Ich will Money und ein paar Sachen. Nice. So. Boah, nice. Nu, Rex hat heil bestanden. Wie war's, Zylinder? Ja, nice. Total super. Juhu. Rui freute Ast ab. Hoffentlich kommt Zylinder auch bei anderen Bergstauern so gut an. Rui ist jedenfalls sehr dankbar für Hilfe von Freund. Hier ist danke, Pon. Gibt Rui normales Zylinder. Rex kann weiter an gleicher Stelle wie eben tauchen. Startzylinder. Okay, drei Stück. Wenn Freund neues Zylinder braucht, bitte jederzeit in den Laden kommen und kaufen. Und gerne. So, das wäre erledigt. Was steht noch gleich als nächstes an? Ach genau, ich wollte noch ein paar Lebensmittel kaufen. Der Schmorwolken-Meerhai allein wird ja wohl leider nicht ewig halten. Am besten, ich kaufe mir noch schnell was bei Fischi Fischi auf der dritten Ebene, dann sollte ich startklar sein. Nice Name im Übrigen für einen Fischladen. Fischi Fischi. Nice. Aber auf dritten Ebene, also ganz da oben. So, noch ein höher. So. Ah, ja, was sag ich? Hallo. Hereinspaziert. Was ist denn schon heute? Drei hiervon. Genau drei von. Hier ein, weil der ist ganz schön teuer. Ja, ein. Der ist ganz schön teuer. Okay. Gut, reicht. Danke, Porn. Oh, Arbeitsvorbereitung. Abgeschlossen. Können wir jetzt unser Job starten. Du hast neue Ausrüstung, Proviant gekauft. Diese Reise, die Reise kann losgehen. Na, let's go. So, die Ausrüstung hätte ich jetzt und der Proviant sollte auch reichen. Glaube ich, bin stark klar. Ein bisschen Zeit bleibt mir noch bis zum Aufbruch. Vielleicht ruhe ich mich in eine Runde im Gasthaus aus. Ich meine, Opa ist ja eh gerade im Meckermodus. Er wird einen Teufel tun und mich entspannen lassen. Dann lieber ins Gasthaus. Gold habe ich ja genug und so. Ein schönes weiches Bett ist ja auch mal was Feines. So war das Gasthaus. Wo war das Gasthaus noch gleich? Hinter dem Bauchiknurker. Hinter der Bauchiknurker-Kantine. Oder? Mal sehen, ob ich das wiederfinde. Okay. Ne, gleich mal den nächsten Name. Hier, ne? Hier war's. Ja, hier war's. Ein kurzer Aufenthalt für ein Gasthaus reicht schon, um neue Kraft zu schöpfen. Gib mir doch einfach deine Bonus-EP dafür aus, um deine Stufe zu steigern. Bonus-EP sind Erfahrungspunkte, die für das Erfüllen von Missionen oder das Entdecken von Reisepunkten erhältst. Wenn du Probleme mit bestimmten Gegnern hast, ist es ratsam, Bonus-EP zu sammeln und dann in einem Gasthaus an deine Stufe zu steigern. Wenn dir das Spiel hingegen leicht wird, kannst du auch ganz drauf verzichten, um gestern deine Stufe zu steigern. Also dann, einen großen Auftrag morgen solltest du gut ausgeruht in den Angriff nehmen. Okay. Hi. Willkommen im Gasthaus Lemur, wo alle fleißigen Händler Haie machen. Ich will mich gerne aufs Ohr hauen. Nu, aber gerne. Es sind noch Zimmer frei. Kurzer Aufenthalt, okay. Dann kann man hier dann aufstufen. Bonus-EP zur nächsten Stufe. Hm, reicht. Stufe 3. Ja. Yeah, I'm feeling stronger than before. Cool.
Nice. Mann, jetzt überachten ist echt eine ganz andere Nummer als in einem kleinen Hütte auf Opas Rücken. Bin ich mir das ein oder bin ich über Nacht irgendwie stärker geworden? Egal, ich mache mich schon besser mal so langsam auf den Weg zum Treffpunkt. Warst du gleich beim Abfahrtshafen der Goldmund, oder? Vielleicht kann ich mich unterwegs noch ein bisschen auf der Goldmund umsehen. Ich meine, ein bisschen Zeit habe ich ja sicher noch. Nee, komm, wir gehen gleich los. Wir brauchen Action hier. Einige der Läden sind ab jetzt verfügbar. Im Aulas gibt es alle möglichen Arten von Geschäften. Ja, Gatumagi gilt als das größte Handelszentrum in ganz Allwest. Die Auswahl an Geschäften ist hier riesig. Es gibt also keine besseren Orte, um dich auf deine Reise vorzubereiten. Ugh, I slept like a baby. Okay. Schwertschlag erlernt. Nice. An dieser Stelle bietet sich eine kleine Einführung zur Funktionsweise von Rex' Tasche an. Rex benutzte seine Tasche, um seine Lieblings-Items daran zu lagern, sodass er sie immer zur Hand hat. Items entfalten eine bestimmte Wirkung, sobald sie in die Tasche gelegt wurden. Es passt allerdings nur ein Item auf einmal in die Tasche. Items für die Tasche erhältst du in Geschäften, die Alltagswaren anbieten. Es gibt 12 verschiedene solcher Geschäftstypen in Allrest. Wenn du eine neue Art von Geschäft entdeckst, nimm dir die Zeit und schau dir das Angebot an. Okay. Jetzt wollen wir aber Action haben, das heißt, wir brechen jetzt auf. So. Hier bekommen wir wenigstens mehr Action als in hier. In den manchen Parts von hier. Hier. Portal Knights. Da haben wir ja die meiste Zeit gefarmt. Wheeling out the maelstrom for this. Banner sure has deep pockets. Gawking at a boat. What are you, 12? Wait, maybe you are 12. What's my age got to do with anything? I can tell an awesome feat of engineering when I see one. You don't close your mouth soon, you're going to swallow a fly. What's the problem? We're nearly the same age. Also, you might want to watch where you stand. Otherwise, when we cast off, that rope will take your leg off. Gotcha. What, you little... Now look whose mouth's hanging open. Rex, we're heading out. There's no one seeing you off, right? You got night watch. Till then, rest up inside. Aye, aye. Later. Okay. Wenn du deinen großen Auftrag antrittst, solltest du noch etwas über der Handelsstellen erfahren. Handelsstellen kann kaufen deine Schätze an, aber nur in bestimmten Paketen. Der Vorteil ist, dass du für so ein Paket mehr Gold erhältst als beim Verkauf einzelner Items. Bevor du dein Bergungsgut also in einem normalen Laden verkaufst, solltest du ruhig mal bei der örtlichen Handelsstelle vorbeischauen. Hm. Nice. Hi. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass wir beide eines Tages mal zusammen auf der Mahlstrom fahren. Ich muss sagen, als Bergungstaucher hast du dich ganz schön gemacht, Rex. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Also, dann, wie sieht's aus? Hast du alle Vorbereitungen getroffen? Die Reise geht also los, sobald du an Bord bist. Ja, klar. Let's go. Genau das wollte ich hören. Also dann, alles an Bord. Eine Reise in eine unerforschte Region ist Wolkenmeer. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Oder was uns da erwarten wird. Da solltest du lieber Gänsehaut bekommen. Hätte ich aber noch nichts spoilern. Vor allem, um was es auch überhaupt geht. Das ist auch sehr interessant. Weil für den Preis, den er da schon uns rausrückt, ja, muss man sich schon denken. Das muss verkrasset sein. Und das ist es auch. Das werdet ihr schon sehen. Die Fahrt bis zu diesem unerforschten Fleck im Meer sollte ungefähr einen Tag dauern. Hm, was mache ich bis dahin? Eigentlich könnte ich mich in einer Runde mit dem Auftraggeber unterhalten. Gebern unterhalten. Wir hatten ja bisher nicht wirklich Gelegenheit dazu und ich wüsste schon gern, für wen ich da überhaupt arbeite. Außerdem, wie oft kriegt man die Gelegenheit, mal mit richtigen, echten Meistern zu reden? Ah, und danach muss ich zu Monel. Ich bin ja heute für die Nacht Wachschicht eingeteilt, das darf ich bloß nicht vergessen. Okay. Du wirst mit den ganzen reden. Okay, hi. Warum so still? Bist du nicht etwa seekrank? Seekrank? Ich? Pah! Ich bin nur nicht dran gewöhnt, mit so vielen Bergungstauchern auf einem Schiff zu sein. Das ist alles.
Nicht, dass ihr schon jetzt mitnimmt, bis am Ziel unserer Reise 13 Nervenwrack sein. Ich komm schon klar, hörst du? Mensch, jetzt schon mal ab, ey. Hier Dromarch, der Schildwesens. Rex, seid ihr bereit für den Einsatz? Ich selbst verstehe nicht so viel vom Handwerk der Bergungstaurer. Doch ich gelobe, mein Möglichstes zum Gelingen der Mission beizutragen. Kein Ding, das kriegen wir schon hin. Auf gute Zusammenarbeit. Nice. Oh, hi, Jin. Aber läuft's. Okay. Sehr gutes Gespräch. Bist auf Lefteria, nicht wahr? Du bist aus Lefteria, nicht wahr? Genau, ich bin in Vorzeit aufgewachsen. Ich dachte direkt am Wolkenmeer. In meiner Freizeit war ich oft in den Wolken schwimmen. Deshalb bin ich auch Bergustaucher. Wenn es eins gibt, was ich kann, dann ist es Schwimmen und Tauchen. Fein, fein. Okay, der redet nicht viel. Also besser so. Ihr wollt gar nicht erst wissen, was bei dem wirklich, wie der wirklich tickt. Wollt ihr ja nicht wissen. Okay, hi. Du bist die Klinge, okay. Ja, sieh an, nicht mein Meister und trotzdem mal aus Angriff ausgewichen. Beeindruckend, Kleiner. Bin gespannt, was es hier noch werben wird. Soll das ein Kompliment sein? Danke, schätze ich. Mhm. Malos, okay. Was willst du, Kleiner? Rex heißt ich. Freut mich, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ich jetzt mal, du wirst mir nicht verraten wollen, wonach genau wir da draußen suchen werden. So sieht's aus. Alles streng vertraulich. Ja, schon, aber keine Sorge, ich tue das, wofür ich bezahlt werde. Ob ihr mir jetzt eingeweiht oder nicht. Genau das wollte ich hören, Kleiner. Das Einzige, was du verstehen musst, ist dein Handwerk als Bergungstaucher. Der Name ist immer Rex. Und nicht Kleiner. Das macht er mit Absicht. Das wirst du schon irgendwann verstehen. Hoffentlich. So. Monell, hi. Ah, da kommt meine Ablösung. Und bereit für deine Schicht? Na klar. Ah, endlich Pause. Meine Augen brennen schon. Ich glaube, ich gönne mir erstmal ein Bierchen oder zwei. Viel Spaß bei der Schicht. Wenn ich die Wolken in der Ferne richtig deute, kommt da einiges auf uns zu. Falls irgendwas ist, schrei einfach laut. Keine Sorge, ich werde mich garantiert nicht besinnungslos trinken. Ja, das hoffe ich für dich. Das raste ich hier aus. That's the black ship from the harbor. Is it following us? It's way too cold up here. You? I'll have you know I've got a name. It's Nia. They've started boozing below decks. You should join them. Why aren't you there? It's not that I hate it. I just really don't need a headache right now. Huh. Good thing you're not a salvager then. Why's that? Swim like a fish and drink like one too. That's the salvager's code. Pfft, sounds terrible. I don't think I'll be changing careers. Probably for the best. Anyway, I bet you drivers earn a hell of a lot more than salvagers do. So, kid? My name's Rex. Okay, Rex. Why did you start salvaging in the first place? That there. The world tree. I don't get it. You know, you find all sorts of things digging through salvage. Some of it trash. Some of it treasure. But all of it from people long gone. Have you noticed, though, there's fewer titans each day? I saw one go under just the other day. It was a pretty big one. There must have been loads of animals still living on it. Living space is running out. Day by day. And sooner or later, we'll be the ones sinking down into the cloud sea. But up there, Elysium is waiting for us. Seriously, kid? Elysium? Don't tell me you believe that gaff.
So that's why you're a salvager. It's just a lie for children. And that there is just an overgrown shrub. If there's a way to get up there, maybe it's hidden below the clouds. Is it really that crazy? Seriously, though? There'd be no need to fight over dwindling land and resources. No need to worry about our homes sinking away. Everyone could have peace and security. I mean, a dream like that, isn't that worth believing in? Nobody can tell you what to believe, but... Everyone, huh? What? I always thought people were pretty selfish by nature, but you... Huh. Do you have parents? No. When I asked Gramps, he told me they died when I was just a kid. Gramps? Oh, the same one who taught you to use arts. Yeah. He basically raised me himself. He's not like us, though. Not like... I'm not sure I catch your drift, but this Gramps of yours sounds all right. Huh. And you're all right too, kid. Not that different from me. We're in position. All personnel, report to stations. Salvage team, suit up and proceed to hatch. Okay, da geht's los. Let's go. Your target is located inside a shipwreck 450 pence straight down. Searching the wreck while submerged is too high risk for our tests, so... We'll be using flotation devices and cranes to lift the hull first. Next, you'll split into teams and explore the interior. Once the target is found, retrieval can commence. If that's clear, let's begin with attaching the floats. Get into position. We're paying you lowlifes a lot, so don't screw it up. You smug so-and-so. Is that it? It looks pretty ancient. Is that the propulsion mechanism? I've never seen one that shape before. Which country made this? That's massive. The appearance matches our reports, but it's what's inside that matters.
Object is secure. Proceed to second phase. Excellent work. You're not half bad, you know that. I do this for a living, remember? All teams, proceed inside when ready. Right then. Let's get moving. You with us. Me? You're gonna drag the kid along? Seriously? Guess he thinks you need all the help you can get. Oh, yeah. Well, don't just stand there. You've got your orders, haven't you? Chill doch mal. Sorry, dass der Part zu Ende ist. Mensch. Meine Güte. Regt sie sich auf hier. Ja, passt so. Why not? So, Rex ist jetzt nicht mehr allein unterwegs. Wähle im Hauptmenü Charaktere und dann Aufstellung, um die Zusammenstellung der Gruppe anzupassen. Egal wie viele Gefährten du hast, im Kampf können immer nur 3 davon zum Einsatz kommen. Den Charakter, der auf Platz 1 in der Aufstellung steht. Jeder Charakter hat einen anderen Kampfstil, also scheue dich nicht, alle von ihnen auszuprobieren. Okay. Ja, wie gesagt, hier endet der Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal schauen wir uns das Innere des Schiffs an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, das Like da und beim nächsten Mal geht's weiter bei SteelRail Chronicles 2.